Bauer Hermann, die größte Legende unter allen deutschen Landwirten. Seine Sprüche, sein Handeln, es ist zum Schreien komisch. Heute mit El Maggi und der gesamten Bauer Hermann Doku. Und ob er den Gülleschlauch noch in den Anhänger bekommt, das erfahrt ihr am Ende. Ja, das Landleben. Aber ein glückliches Landleben, muss man sagen. Ich weiß nicht genau, wo das spielt. Als ich die Doku geguckt habe, ist es auch wirklich jahrelang her. 8, 9 Jahre. Aber es war also damals mit einer... Ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, ja? Es war damals einer der Brüller. Wir hatten alle Sprüche drauf. Es ist Weltklasse. Bauer Hermann, ja? Das ist ein Trecker. Das ist sein bestes Stück. Dicker Anhänger. Leg mir am Arsch, geh raus hier! Oh, der Arme. Ich hoffe, ihm nichts passiert. Der hat nochmal einen ordentlichen Tritt in den hinteren Oberschenkel bekommen, ne? Aber das hat gezwirbelt, das kann ich euch sagen. Das Ding hat gezwirbelt. Der arme Bauer Hermann. Typisch. Oh, das ist schwer. Ja. Das Land, das Leben auf dem Land, auf dem Bauernhof ist hart. Das haben wir schon bei Bauer sucht Frau gesehen. Nicht, dass Bauer Hermann jetzt ledig ist, ne? Man hat ja gesehen, er hat ja eine Dame da am Start. Aber es ist halt von der Arbeit her hart, ne? Und er hat auch schon gerade den Tritt von der Kuh bekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, Bauer Hermann steckt das weg. Aber das kann schon wehtun. Und dann dieses Fluchen danach, Weltklasse. Eieiei. Bauer Hermann Völksen ist spät dran. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Kurz frisch machen und dann los. Der 72-Jährige ist der letzte Bauer von Hannover. Der letzte Bauer von Hannover? Was, Hannover hat Bauern? Also, ich denke mal, er wohnt nicht in der Großstadt, sondern ein bisschen außerhalb. Ja, Bauer Hermann. Der letzte Bauer von Hannover. Ich kann mir genau vorstellen, wie es da riecht. Jetzt werden die Hände auch, die Haare auch einfach, die Hände genau, die Haare kurz durchgebürstet. Ja, das muss schnell gehen. Da wird dann auch nicht geduscht. Das Ding muss schnell gehen, ja. Vor allem, wie früh der aufsteht. Also, Landwirte müssen ja so früh aufstehen. Das ist bestimmt 5 Uhr oder so. Also, die stehen da so früh auf. Wie bist du da halt? Ich geh jetzt mal Kaffee trinken. Ah, Kaffee. Kaffee? Hermann, Schwester Hildegard wartet schon. Also seine Schwester, nicht seine Frau, seine Schwester. Du kommst aber auch nicht in die Pötte, ne? Ach. Nee. Ich hab dir hier 2 Brötchen gemacht, die nimmst du wieder mit. Mhm. Willst du Tee auch mitnehmen? Nein! Nein! Packst du dir ein? Willst du auch die Brötchen nicht mit? Doch. Doch. Schnell noch frühstücken. Ist aber ziemlich spät dran. So viel Zeit muss sein. Ja, ja. Wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Oben. Fahr doch, Kesselstraße kannst du auch nicht fahren. Ey, Bauer Hermann hat gar keinen Bock auf den Tag, ne? Der ist noch so im Land der Träume, der würde gerne liegen bleiben. Aber der harte Alltag ruft für Bauer Hermann, meine Damen und Herren. Doch. Nee, die ist gesperrt. Hä? Die ist gesperrt. Oh? Dieselstraße oh. Kannst du nicht. Kesselstraße ist auch gesperrt? Ja. Oh. Die ist auch gesperrt. Na, Baubesuch? Ja. Aber sind die nicht normal? Ja, das kann ich doch nicht. Ich sag dir das nur. So. Ja. Jetzt muss ich los. Ja, mal los, ne? Nee, ist doch schon ein bisschen später, glaube ich, als 5, 6 Uhr. Also, der hat ausgeschlafen, Bauer Hermann, heute, ja? 5 Jahrzehnten ist Hermann nun Bauer, mitten im Stadtteil Limmer. Limmer. Also seit 50 Jahren, Stadtteil Limmer. Das würde mich mal interessieren, wo das ist, Freunde. Limmer, Hannover hier. Limmer, Hannover. Oh, ist schon sehr zentral. Also hier ist Hannover Mitte. Ja, ist so ein bisschen außerhalb. Also man hat hier ein bisschen Grün. Wahrscheinlich hat er einfach einen kleinen Hof. Und die Koppeln oder so, also ist denn hier wahrscheinlich ein bisschen außerhalb. Aber es ist schon sehr zentral. Verrückt. Eieiei. Aber im Alter ist es dann natürlich auch schwer, in den Trecker reinzukommen. Meine Damen und Herren, ne? Da knackt dann auch mal der Rücken, ne? Und da knackt auch mal das Knie. Oh, da wird auch gestöhnt dann, ja? Ohne Stöhnen wird der Trecker grundsätzlich nicht betreten. Mal pro Monat muss er Futter holen. Ein paar Zentner Zuckerrüben. So, los, geht's. Wie oft im Monat? Mal pro Monat. 2-mal pro Monat muss er Futter holen. Ein paar Zentner Zuckerrüben. So, los, geht's los. Jetzt geht's los. Auf los geht's los. Auf los geht's los, ja, los. Oh. Für seine geliebten Kühe nimmt er einiges auf sich. Der brettert jetzt damit
unserem Trecker einfach direkt durch die Innenstadt, oder wie soll ich das verstehen? Mit dem Trecker quer durch die Stadt. Ja, eben. Nach auf dem Buckel. Das ist ein Trecker, glaube ich. Sein internationaler 844. Das sind 30 Jahre alter Trecker. Also, auf Modernisierung geht Bauherrmann auch grundsätzlich am Hintern vorbei, ja? Da wird das Ding ausgefahren, ist auch, ökologisch sehr gut, ne, wenn das jetzt nicht alles erneuert wird. Also ich glaube, die grüne Umweltplakette bekommt das Teil aber nicht, dieser Trecker, ne? Und läuft und läuft und läuft. Mhm. Ui! Oh nein. Scheiße. Meistens jedenfalls. Ey, mit dem Stadtverkehr geht ihm der Trecker aus und so. Ne, das kannst du dir nicht ausmalen. Scheiße, hier, was wollte ich? Das ist echt, oh, guck mal. Hier ist so halber Stau und Bauer Hermann da vorne nur am Fluchen. Ey, die Leute sind nur am Hupen und so. Bauer sucht Gang. Ja, ja, nicht Bauer sucht Frau, Bauer sucht Gang, ne? Ist da hinter wieder einer? Da ist er, ja, hinter dir ist einer. Oh, ist das stressig. Das ist so stressig. Fahr mal vorbei! Das haben die bestimmt gehört. Fahr mal vorbei! Das haben die bestimmt gehört. Ey, Leute, ich. Ey. Guck da wieder einer! Wäre ich doch den Hinterberg umgefahren! Scheiße! Ja, ja. Erlaubst du zurück, Mensch! Man versteht ihn auch kaum. Da wird einfach laut geflucht. Man versteht ihn nicht gut, aber da wird geflucht. Lauf zurück, ihr Schwein! Jetzt. Der läuft zurück, ihr Schwein! Der redet von seinem Trecker, Leute. Der redet von seinem Trecker. Die Schwein! Jetzt. Der läuft zurück, die Schwein. Nur die Nerven behalten. Ja. So weit hab ich noch nie gehabt! Kommt da noch was? Hab ich noch nie gehabt! Ja, weiter geht's. Die Tür geht weiter. Nicht auf. Nein, nein. Die Tour geht weiter. Ah, jetzt wird's auch ländlicher. Jetzt werden die Zuckerrüben geholt. Ich kacke ab. Keine Zeit für große Begrüßungen. Hermann muss sich ranhalten. Hallo. Mach mal hier vorne zwei und hinten drei drauf. Ja, ja, mach mal. Grüß dich. Hier zwei drauf. Also grüß dich. Nee, Begrüßungen werden da dann auch gerne mal weggelassen. Bei Bauhermo muss das schnell gehen. Da wurde gerade im Verkehr natürlich auch schon die ein oder andere Minute vergeudet. Der muss das mit den Zuckerrüben hier aber auch wirklich Dalli gehen, ne? Ja. Und hinten drei. Ja, okay. Da einen Unterlenker schleifen hier, den muss man höher machen. Nee, der geht nur mal hoch. Die Hydraulik ist nicht so gut. Oh, Alter, die voll! Voll machen! Voll machen. War aber nicht ganz voll. Hä? Nee. Doch, hinten ist genug. Getrocknete Zuckerrüben. Für seine Kühe will Hermann 1A-Qualität. Er legt Wert darauf, dass die Tiere auf seinem Hof gutes Essen bekommen. Das ist natürlich löblich, ne? Hier ist doch der beste Boden, der zweitbeste Boden von Deutschland hier in dieser Gegend. Oder gibt noch, aber zweite, glaube ich. Wurde gekürt. Es gab eine Siegerehrung, wurde gekürt zum zweitbesten Boden Deutschlands. Da, genau bei ihm da die Ecke von den Zuckerrüben. Macht der Burger Börde und der kommt dies. Und der bei uns da hinten. Rüber, da hinten rüber. Da hinten rüber. Fahr mal vorbei. Ey, Arlberger Land. Dies ist der beste Boden. So nichts los. Auf Hermanns Hof in Hannover wartet. Das ist ein Typ, ey. Man schon sehnsüchtig. Ja, seine französischen Fleischkühe, edle Charolais-Rinder, haben Hunger. Ja, ja. Da knurren die Mägen, ne?
ist. 15 Meter gespannt und jedes Mal diese verdammt enge Einfahrt. Zwei. Absolute Was? Maßarbeit. Halt! Boah. Pass mal auf, er kann da auf. Pass mal. Ja, das ist halt in der Stadt, ohne, ne? Da ist halt nicht so wäre Hermann aufgeschmissen. Ja, ja. Eigentlich ist sie ja in Rente. Ich hänge ihr ab und ein paar vor, ich füttere jetzt. Aber seit 7 Jahren hilft sie dem Bruder auf dem Hof. Ja. Oh, wo ist denn der Spinn? Hast du gemistet? Ich glaub, du spinnst. Bei dem Chaos da im Stall, ne? Ich glaub, du spinnst. Also das sagen die jetzt auch nicht vor der Kamera. Glaub mir. Glaub mir, wenn ich sage, das ist deren täglicher Umgangston. Ja, so wird da jeden Tag geredet. Aber am Ende sind das Geschwister und die lieben sich sicherlich. Und das zeigt natürlich auch ein großes Herz und eine Menge Liebe, dass sie trotz Rente seit 7 Jahren auf dem Hof noch mit aushilft, ne? Ich hab nichts, hab gar nichts gemacht. Ich warte auf dich. Ja. Heute war ich gemistet. Da hast du wohl Kaffee getrunken, ne? Gar nichts. Gar nichts. Da hat kein Kaffee, da ist er hängen geblieben. Ja, hat er noch nie gemacht, die Schwein. Der Träger ist stehen geblieben, ne? Geschwisterliebe. Jeden Tag geht das so. Habe ich doch gerade gesagt, meine Damen und Herren. Gerade gesagt. Aber das ist auch Hermann so egal, ja, wie er da... Ja, ganze Tag diese Kugelschiebel einzieht. Ja, ja, das nervt, ne? Leben können die beiden Geschwister von ihrem Vieh eigentlich nicht. Aber verkaufen? Niemals. Die können davon nicht leben. Und trotzdem reißt er sich da jeden Tag den auf, fährt er mit dem Träger durch halb Hannover und verkauft auch nicht ihre Rinder, ja? Das ist, nennt man Liebe, ja? Die haben eine gewisse Liebe auch zu ihren Tieren, ne? Zum Glück haben die beiden etwas auf der hohen Kante. Ja, okay. Arbeit ohne Ende. Und seit gestern steht auch noch einer mehr am Futtertrog. Oh. Hallo, was bist denn du? Ein kleiner bist Nachkömmling. Du neuer? Hä? Ja. Du bist aber stimmig schon, du. Ja, süß. Du bist aber ein Süßer. Hm? Du bist ja schon so munter. So munter bist du. Ja. Hast du einen Bulle? Wollen wir mal gucken? Es ist zu kalt. Und zwar sitzen. Was ist das? Ist ein Weib? Also weiblich? Oh, Hermann, pass auf, dass du jetzt hier nicht schon wieder eine Hufe von hinten kassierst. Mann! Bulle oder Kuh, für Hermann kommt's aufs selbe raus. Ich glaube, Bauer Hermann braucht auch diesen Job. Also, auch wenn sich das finanziell nicht mehr lohnt, er ist so aufgewachsen, für ihn bedeutet dieser Hof wahrscheinlich alles. Ja, auch wenn er da Minus wirtschaftet, aber so Bauer Hermann ist ja auch im Alter und er sagt sich, okay, das Ding. Ich glaube, Bauer Hermann ist auch die letzten... Ist er verstorben? Ich will nichts Falsches behaupten, ja? Nee, Freunde. Ich glaube, der lebt noch hier. Sonst würde in den Kommentaren ja jemand Rest in Peace schreiben. Der ist noch am Start. Der ist noch am Start, Freunde. Und dann ist das natürlich auch eine gewisse Liebe. Es war nie anders von ihm. Und dann will er diesen Hof. Das ist sein Herzensprojekt. Da geht es ihm denn auch nicht darum, Maximum Kohle mitzumachen. So, ne? Da geht es denn auch einfach reine Liebe zum Hof. Misten, misten, misten. Ja. Mucki, habe ich dich jetzt vergessen? Das tut mir aber leid. Du bist auch was. Guck mal hier, die Kuh, die sich doch mal einmal in den Arm nehmen. Sind die nicht süß, diese kleinen Mäulchen? Ja. Die Kühe bestimmen ihren Tag. Die sind echt Hopp, süß. Ich gehe hervor, Mann, das wird auch nicht besser, wenn du die Kühe anschreist. Mann, die verstehen das nicht, wenn du passiv-aggressiv redest. Die verstehen dich sowieso nicht. Guck dich das an. Gib dir nicht so viel mehr hin. Der macht seiner Schwester jetzt Vorwürfe, weil die da am Kacken sind, die Rinder. Sagt er hier, er gibt dir nicht mehr so viel. Der pöbelt die Rinder an, weil die am Kacken sind. Ja, was bleibt denn anderes übrig? Ab 5 Uhr früh, nichts als Mist. Von Montag bis Sonntag im viel zu kleinen Stall. Alles per Hand. Ein Trecker passt einfach nicht rein. Nee. Die Trecker wäre das besser. Ja. Wo Trecker und Frontlader. Diese Stelle sind... Das sind welche vor Kriege. Träger und Frontlader. Ich glaube, in modernen Bauernhöfen, das sind ja riesige Betriebe, da wird das dann natürlich auch alles mit dem Traktor gemacht oder automatisch gemacht. Ja, dass er das noch mit Hand alles ausmisst, ist natürlich eine Mordsarbeit, ne? Die sitzt so, das ist nix. Nee.
Das ist der Vorkrieger. Ich war der von 1896. Das sind alte Ställe. Ja. Was soll ich da noch machen mit 72? Oh, 72 Jahre. So eine Heile musst du haben. Den brauchst du nicht wissen. Das Wissen hat mir die Knie kaputt gemacht. Eieiei. Keine Lust mehr. Mist. Und zack. Zack. Und rüber damit. Schwer. Ich kenne auch nur die Best-of-Szenen, fällt mir gerade mal ein, Leute. Ich habe die ganze Doku habe ich noch gar nicht geguckt. Ja? Und es ist wirklich, das müsste man wirklich zum monatlichen Programm machen. Einen Abend einmal Bauer Hermann gucken, ne? Das ist wie Blei. Diese Kacke, oh ja. Das ist doch die größte Kacke aller Zeiten. Hermann macht einfach immer weiter. Ja. Da muss ich nicht leben. Das will ich aufhören, das mache ich nicht. Hier bist du verrückt, du. Die Bahn, die scheißen die aber zusammen hier, diese Bahn hier. Auf dem Hof ist Hildegard die Jüngste. Ja, mach da auch mal ein paar. Du Scheiße. Ja, Hildegard ist die Jüngste, ja. Also, die arbeiten ja auch nur zu zweit, Hildegard und Hermann. Die sind auch nur zu zweit. Mit 69. Mit 69, ja. Scheiße hier. So bleibt man fit, ne? Ja, das stimmt. Aber die, echt, Hermann 72, 69 und die, die machen da den Hof, ne? Die ganze körperliche Arbeit alleine. Also Respekt auch dafür. Einmal Respekt auch hier von meiner Seite einmal dafür, dass sie noch diese körperliche Arbeit in dem Alter meistern, ne? Das soll man nicht unterschätzen, meine Damen und Herren. Oh, der meckert manchmal, aber ich mache das so, wie ich das will. So, das ist für die draußen auf der Wiese. 2, 4, 6. Mich verwöhnt ja keiner, also kann ich die Tiere verwöhnen, das ist doch dasselbe. Ist so viel besser. Ja. Fass jetzt auch noch mit der Rechten in die Scheiße rein. Ja. So, ist das der kaputte, ne? Muss ich den nehmen. Jetzt bloß schnell ab zur Weide. Eieiei. Oh, da wird aber auch gestöhnt. Du, wenn Bauer Hermann in so einen Trecker einsteigen will, da wird gestöhnt. Lachse. Bin ich auch von da 6 bis jetzt auf. Und sie lacht, die Schwester lacht ihn aus. Ach nee, und wer noch? Wer macht denn das? Eieiei, da hat das ordentlich geschüttet. Wo kommt das Wasser her? Ja, das frage ich mich auch, Hermann. Das kommt wahrscheinlich aus dem Himmel, das hat wahrscheinlich geregnet. Also langsam kapiere ich nichts mehr. Es hat doch nun gestern nicht groß, da muss es ja die Nacht immens irgendwo geregnet haben. Ja. Ich gehe da jetzt rein, ich hab Gummistiefel. Ja, geh mal rein. Was ist denn dies hier von Shit? Da ist noch trocken. Muki, komm. Jetzt kriegt er wenigstens saubere Füße. Ja. Boah, das. Der ist auch schon hinten kaputt, der Gummistiefel. Komm, Wasser rein. Aber ist auch egal. Das, also, wirklich, ich glaube, es gibt wenig Dinge, die Bauer Hermann wirklich weniger stören als das, ja. Also, das ist dem völlig wurscht. Ich glaube, Bauer Hermann ist so schmerzfrei. So, gib mal her die ganze Scheiße hier. Ja, gib mal her. Das ist ja Scheiße jetzt, als Dünger, oder was? Ich gerade so viel Geld fürs teure Futter bezahlt und jetzt auch noch Hochwasser. Ja. Das geht selbst Hermann an die Nieren. Ja. Geh weg hier. Oh nein, jetzt kommt. Scheiße, verkloppt mir der besser. Oh, der ist schon genervt. Jetzt gleich kriegt er den Kick. Das ist jetzt ja die Szene. Oh nein. Macht keinen Spaß mehr, Leben. Nee, macht keinen Spaß. Bulle Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht gereizt. Wer steht schon gern im Sumpf? Ja, da gibt's jetzt auch einen dicken Kick. Aber da mächtig von links einen mitbekommen, ne? Auf hier! Leg mir am Arsch, geh raus hier!
Das ist Schweinehund, du. Der hat mir einen gegeben. Ist ein ganz lieber. Aber ja, tausche ihn nicht im Bullen. Er kann noch so lieb sein. Er ist ein ganz verfressener. Die Kühe machen mit ihm, was sie wollen. Ja. Komm her, drück mal hier. Hat den schlechten Tag gehabt, ne? Und genervt vom Sumpf da, von dem ganzen Wasser. Und dann eiert auch noch so ein pöbelnder Bauer da längst, a.k.a. Bauer Hermann. Normal holt man den da mal aus und gibt dir mal eine Schippe, ja? Hermann hat genug für heute. Gatter zu und dann ab nach Hause. Ja, ja, besser ist es, ne? Lass auf die Scheiße. Ja, ja, lass auf die Scheiße. Jetzt heißt es hier. Ganz, ich hab nicht, ich kann da nicht mehr drüber lachen. Fällt sich da besser rein? Ja, und? Es ist es auch egal. Ja, schön. Jetzt auch die Füße nass da. Hildegard, auch die Füße nass. Und zurück geht's. Was haben die da jetzt ausgekippt? Dünger oder was? Also die Kuhmist als Dünger oder wie? Freunde, mal kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Margangster, an das Kanalmitglied Manuela Grantke, an Silvio Furla, an Samira, und den ersten Kommentar hat Broke Liam geschrieben. Wenn du mir das Video auch gefallen willst, einfach einen Kommentar verfassen unten in den Kommentaren. Und der erste Kommentar wird halt Gruß. Dafür müsst ihr schnell sein und dafür am besten die Glocke aktivieren. Tun weh. Ja, das glaube ich dir, Hermann. Ich bin auch ein bisschen steif, das kommt gleich besser. Ja, ja. Schon fast 11 Uhr. Also man darf nicht vergessen, ne? Ich mache jetzt hier auch Jokes und so, aber wir dürfen nicht vergessen, der Herr ist 72, ne? Dafür Respekt, was der noch macht, ne? Eigentlich Zeit für Hermanns Nickerchen, aber irgendwie hat er sich auf der Fahrt eine Schramme eingefangen. Ei. Ist gut? Noch nicht gut. Nee. Jetzt muss ich hier. Sprüht er das denn da? Es juckt doch wirklich gar keinen auf diesem alten Anhänger, der schon eh völlig alt hier teilweise kaputt ist. Aber egal. Ne, das ist so, jeder seinen eigenen Perfektionismus. Und wenn das irgendwie sein liebstes Stück ist, dieser Anhänger und dieser Trecker, dann kümmert man sich da natürlich drum, wie seine eigenen Kinder, ne? Ja. Ja, und boah, ein bisschen weg mit dem Gesicht, Hermann. Mann, du atmest doch die ganze Chemie ein. Aufpasse. Ja, der Kratzer gekriegt hier. Ja, da der Kratzer. Lass ihn mal noch mal trocknen, ein paar Minuten. Einmal früh noch mal. Ja, ja, mach mal. Jetzt lass da los. Feierabend. Feierabend für Bauer Hermann. Geschafft. Ja, der wird Hermann aber auch gestillt. Braucht seine Pause. Die alten Knochen wollen ruhen. Alter, komm, wenn die Scheiße. So. Ja, ja. So. Jeden Tag zur gleichen Zeit. 4 Stunden dösen. Kraft tanken für... 4 Stunden. Das ist aber eine lange Mittagsstunde. Neue Taten. So. Ja, ja, boah. Ich fahr direkt von der Koppel da einen Mist gefasst. Ob sich die Hände gewaschen wurden, ist auch fraglich, aber das juckt auch nicht mehr. Warte. Es macht den Kohl... Nee, wie sagt man, es macht den Kohl nicht... Nee, den Braten auch nicht fett, ne? Warte, Fernseher anmachen und Schluss. Ja, ja, Feierabend. Eieiei, da sind die... Boah, die Nägel da, weil... da ist das... boah, das gucke ich mir ja gar nicht gerne an. Wenn ich diese Fingernägel sehe, da geht's mir einmal rückwärts. Da läuft's mir also wirklich eiskalt den Rücken gerade runter, ne? Eieiei. Ja, aber er ist glücklich. Bauer Hermann glücklich zu sehen, ist schön. Schon die Großeltern waren Bauern. Hermann ist auf diesem Hof aufgewachsen. Ein anderes Leben kann er sich gar nicht vorstellen. Nee. Ey, und wenn er glücklich ist, so, er lebt auf seinem Hof in seiner kleinen Welt, ist doch super. Super schön, wirklich. Ein stolzer Bauer. Mhm. Was guckst du? Hast du Probleme oder was? Ja. Von Deutscher Meister. Deutscher Meister. Hartabule war der. Ja, ja. Ach, stolz. Stolz auf seinen Zuchtbullen, ne? Von denen habe ich gerade Kuhbär. Von der Erde, das ist gerade einzige Bär da. Die sind alle weg. Ah, alle schon.
Also man merkt auf jeden Fall diese Verbundenheit, diese Liebe zwischen tatsächlich den Tieren und der Bauer Hermann, ne? Ihr kennt wahrscheinlich jedes einzelne Tier beim Namen. Also uralte Sache. Das war doch noch bessere Zeiten. Ja. Da gab es überall viele Bauern. Und da sind doch eigentlich jeder Zweite ist so dicht. Jeder Hof. Ja. Also die Doku ist auch schon ein paar Jährchen alt. Also Landwirtschaftsbetriebe, dass die sich noch lohnen, weil die Großen halt alles wegschnappen und die haben ja auch mal mehr Geld für Milch gefordert und und. Also als Landwirtschaftsbetrieb zu überleben ist sehr schwer, vor allem die Kleinen machen fast alle dicht. Deswegen der letzte Bauer von Hannover. Er wirtschaftet rote Zahlen, ja, macht Minus, aber ja. Hermanns Hobby ist das Fernsehen. Dabei kann er wunderbar entspannen. Da wird auch RTL Trash TV. Ich weiß nicht, was das gerade war. Klang gefährlich nach Richterin Barbara Salisch oder so ein Kram. Familien im Brennpunkt. Das lässt sich Bauer Hermann nicht entgehen, das ist ein RTL Nachmittagsprogramm, ne? Aber ich lasse es mir auch nicht entgehen, Freunde. ja. Ihr wisst ja. Morgen kommt auch, glaube ich, wieder DSDS. Während Hermann ruht, ist seine Schwester fleißig. Kleine Spende für den Kindergarten, eine Fuhre Dünger. Nachbarin Anja wollte nur kurz vorbeischauen und schon darf sie mit anpacken. Für den Kindergarten? Gibt ihr den Mist in den Kindern oder was? Wie sie denn für den Kindergarten? Hat die sich auch gerade weggedreht, weil das wahrscheinlich, es stinkt das Zeug, ne? Früher brachte der Mist gutes Geld. 100 Mark für den Zentner. Doch. 100 Mark für einen Zentner Mist? Die Zeiten sind vorbei. Nee, für Mist kriegt... Also, hä, aber wieso hat man für Mist Geld bekommen? Weil das als Dünger gedient hat dann wahrscheinlich, ne? Ich weiß, das stinkt. Ja, normal stinkt das. Wir hauen auch gleich wieder ab. Ich danke dir. Hildegard war früher selber Kindergärtnerin. Das Rentnerdasein hatte sie sich eigentlich anders vorgestellt. Reisen wollte sie. Aber man kann den Hof ja nicht alleine lassen. Nee. Sitz hier. Schön Platz. Schön Platz. So ist fein. Ja, ein Feini, ne? Ja, das ist ein Feini. Das sieht man auch wirklich. Hallo. Auf 100 Meter. Hallo. So, jetzt gibt's Mist für die Kinder oder was? Zum Essen oder wie soll ich das verstehen? Hallo, ist Doris irgendwo? Ich will den Mist übergeben, Foto. Was sagst du mal? So, da hast du schon, hier. Wollt ihr den ganzen Mann? So. Reicht das euch? Reicht das euch? Also das ist auch die Wortreihenfolge wird hier auch gewürfelt, ne? Aber jetzt mal Frage, ist für das Beet oder was, damit das wächst. Aber dann stinkt der ganze Kindergartenhinterhof nach Kuhscheiße. Also die Kinder kommen hier nach Hause, sagen, hey Mama und so, die fragen, wie war's im Kindergarten? Habt ihr euch in Scheiße gesuhlt oder warum stinkst du so, ne? Also das, da wahrscheinlich heutzutage würde man auch Dünger kaufen, der halt geruchsneutraler ist. Das? Wie, was ist das? Ja, berechtigte Frage. Also die machen da ja wirklich jetzt, damit da ein paar Pflanzen wachsen, oder wie soll ich das verstehen? Auf gutes Gedeihen, oder wie war das? Ja. Normaler Dünger hätte es auch getan. Aber so unterstützt man das und so verwertet man, sag ich mal, zumindest den Mist noch, ne? Sonst würde er einfach irgendwie, ja, ist doch schön, wenn man noch Verwendung dafür findet. Aber die ganzen Kinder riechen dann halt nach Mist. Was? Hat er schon wieder gepöbelt? Ruhe. Ruhe, idyllischer Bauernhof und Bauer Hermann wird wach. Hildegard, wo ist sie denn? Kaffee trinken. Ja. Oh, Bauer Hermann ist gut drauf. Erstmal richtig wach werden. Nutella, Stulle. Nee, ich mach das heute Morgen. Ein schnelles Brötchen muss mittags reichen und schon geht's wieder rund. Manchmal wächst mir auch. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, 8 Uhr angefangen, dann bis 11, 12 Uhr. Jetzt haben wir es nachmittags 16 Uhr und jetzt schuftet er wahrscheinlich noch bis 19, 20 Uhr und dann geht's auch wieder ins Bett. Alles über den Kopf, sag ich auch ganz ehrlich. Ja. Bin auch nicht mehr ich selbst. Jo. So. Schluss. Aber wer A sagt, muss B sagen. Ist nun mal so im Leben. Es war ja auch immer so, dass mein Vater sagte, ja, wenn wir nicht helfen, Leute kriegst du, wer macht denn die Scheißarbeit? Ja. Aber was wird jetzt die hier gemacht? Waren wieder Oh, so ein uralter Güllebehälter, auch voll hier mit irgendwie Moos oder ich weiß nicht, welche Substanzen das sind. Weiß ich.
Für Hermann heißt das Jauche fahren. Oh, der macht aber auch die richtige Drecksarbeit. Ja, muss gemacht werden. Jauche fahren. Ein echter Drecksjob, ja. Sagt Hermann. Boah, da wird auch ohne Handschuhe, normal wird er ohne Handschuhe, ja, weil... Boah, Hermann ist, boah, das muss da riechen. Ach du... Ach du Heiliger, das ist nur Pisse und Kacke, meine Damen und Herren. Jauche fahren ist Männersache. Ja, da das lässt ist er sich nicht helfen. Auch nicht von Hildegard. Boah. Aber jetzt rein. Oh, und das spritzt. Scheiße da. Ja, scheiße da. Rein jetzt da mit dem Schlauch, meine Güte. Scheiße. Leck mir was. Dieses Fluchen. Und das stinkt, meine Damen und Herren. Eieieiei. Früher ging das immer ruckzuck, aber ja, mit 72... Boah, und der steht da in der Sule drinne. Jetzt haben wir den Hahn noch daran gekommen und so. Ey, der kommt von der Arbeit. So, Hildegard ist den Geruch gewöhnt, aber jemand, der das nicht gewohnt ist, ich will mir nicht ausmalen, wie der so nach so einem Arbeitstag riecht. Ja? Da gehst du rückwärts, ja? Ja, jetzt rein. Jawoll. So, Jauche. Ja. Wird das Ding hier voll gemacht. Das nervt, die ist nervt. Oh. Aber ich hab den Griff sonst. Was? Oh, der steht da in der Sule drinne. Ja. Pisse und Kacke halt, ne? Bitte. Jo. Eieiei, meine Damen und Herren. Hildegard kümmert sich lieber um die Tiere. Na. Ihr habt jetzt schon gehabt. So, kommt her. Das ist auch was Feines hier. Ja. Genau. Hildegard ist dafür zuständig, was vorne reinkommt an Essen, ne? Und der Bauer Hermann macht alles, was hinten rauskommt wieder. Der Arme. Guck doch. Es ist nicht wahr, ne? Aber diese Harmonie. Trotz des Fluchens von Bauer Hermann, trotzdem ist da so eine gewisse Harmonie. Und das ist sehr schön. Mehr, du kriegst es doch, Mensch. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, frischer Salat, frisch bisschen Vitamine. Musik. Lecker. Nur einer hat heute nicht so richtig Appetit. Der Kleine, ne? Schnuffelchen, ja, ist gut. Das hier ist Andreas. Ne? Bist du Andreas? Ne? Bist du Andreas? Ja? Wo ist denn deine kleine Zunge? Süß. Andreas kam letzte Nacht unter die Hufe. Ja, ne? Ist doch gut. Das riecht, ne? Das riecht, ne? Ja, ist doch gut. Krass, und wie viel Liebe, die sich tatsächlich um die Tiere kümmern. Das ist wirklich schön zu sehen. Schön liegen, bleib schön liegen. Wahrscheinlich haben die trotzdem in diesem kleinen Stall viel zu wenig Platz, aber ich meine jetzt, wie die tatsächlich die Rinder, also sich, mit wie viel Liebe sie sich um sie kümmern, ne? Mit dem Platz, den sie haben. So, jetzt wird rückwärts ausgepackt, das kann nicht gut sein. Ah, der muss muffeln. Praktisch, so ein Hof direkt am Fluss. Ja, da wird sich dann auch direkt im Fluss gewaschen. Fressen und Scheiße. Ganze Tag. Ja, da kann man sich auch das Duschen sparen. Da wird einmal ein bisschen Fluss, bisschen Wasser und dann muss man nicht duschen, ne? So. Hopp, hier hochzukommen. Ja. Das ist eine Sache für sich, du. Ja, das glaube ich dir. Der ist aber auch am Hecheln und am Stöhnen hier. Jetzt ab auf den Heuboden. 27 Sprossen. Boah. Ey, das ist gefährlich, ne, dass der da hocheiert. Eieiei. Ein Kraftakt. Warte mal. Ich brauch dich viel holen. Was hat er entdeckt? Verheiratet war Hermann nie. Das Bauernleben war einfach nichts für die Damen aus der Stadt. Nee. Aber einsam. Das glaube ich. Dass da so eine hannoveranische Stadtperle da hinkommt, die ist, glaube ich,
also die war relativ schnell wieder weg. Aber Hermann, glaube ich, hat dem auch nie viel Zuneigung gegeben, ja, viel Priorität geschenkt, ja. Der Hof stand immer bei Hermann an erster Stelle. Am fühlt er sich nicht. Er genießt die Stille an seinem Lieblingsplatz. Ja. Der liebt das. Ist leicht. Der ist leicht. Das Blut. Ja, leicht. Hermann schimpft gerne mal über Land und Leben. Ja. Aber im Grunde möchte er eigentlich nur, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Richtig. Der schimpft, klar. Aber er macht es, also ich glaube, du tust ihm den größten Gefallen, wenn er einfach seinen Hof, das Schlimmste, was du ihm antun könntest, ist, den Hof wegzunehmen. Das war noch nie anders. Er ist auf diesem Hof groß geworden und er wird dort glücklich alt. Und es ist einfach gut so, ja. Und ich wünsche dem Hermann auch alle Gute, ne? Oh, das ist schwer. Ja. Das ist schwer, du. Ja. Clownschneider König ist da. Hermanns Viecher haben es nötig. Nach dem Winter sind die Hufe viel zu lang. Du komm runter da. Runter. Ja, runter da jetzt, Hermann. Mann. Machst du da oben noch auf dem Heuboot? Muss ich mal an der Bade. Langsam, dass du da nicht runterknallst, Mensch. Ja. Man kennt sich. Da ist der Nachbar, ja, der schneidet jetzt gleich die Klauen, die Hufen von den Kühen. Aber man kennt sich, ne? 15 Euro pro Kuh plus Benzingeld. Normalerweise rechnet sich das für König nur bei Großbetrieben. Aber für Hermann kann man ja mal eine Ausnahme machen. Ja, dann verkaufst du doch, wenn du das willst. Ja, hier, die erste kannst du machen. Vor 10 Jahren wolltest du das. Ja, 15 Euro. Wie viele Kühe stehen da in diesem Ministall? Das ist ja wirklich ein Ministall. Keine Ahnung, 10 Kühe für 150 Euro kommt er da hin, weißt du? Und ist ein paar Stunden da am Berg hin. Auch schon. Ich glaube nicht. Was? So, was soll ich die Kuh denn raus jetzt? Die erste. Ja, ist ein Halfter. Halfter habe ich nicht. Du hast gar nichts. Mach die Kette ab, nimm sie mit. Du hast gar nichts. Ey, diese Sprüche, ne? Ich kack ab. Hast du einen Strick? Auch nicht. Warte. Ja. Weg hier! Die macht nix. Der viel zu kleine Stall raubt Hermann irgendwann noch den letzten Nerv. Ja, der ist so klein. Guckt euch das mal an. Scheißstall ist das da! Ey, man hört einfach nur so eine Totenstille. Es ist eigentlich eine idyllische Ruhe. Und dann hört man einfach aus irgendeiner Ecke Hermann pöbeln. Bleib ja kaputt da, aber ja, die Scheißstall. Ja. So, hier weg. Aber bis er umfällt. Da hängt er dran. Der krabbelt hier zwischen den Kühen rum, das würde ein normaler gar nicht machen. Ja. Hermann krabbelt da rum zwischen den Kühen, das ist super eng, super klein alles. Das ist ein Urmensch. Ja. Aber ich glaube, er hätte ja auch ein großes Herz. Der macht das für Umme, also nicht viel. Wenn man die nicht mit, sollen die auch gemacht werden? Komm rum. Frage ist natürlich, warum tut sich Hermann das noch an? Ne? Er ist das natürlich gewohnt und es war immer so, aber warum tut er sich das noch an, da mit seinen 8 Kühen da? Komm her, bleib sie. Hermann hier, Hermann da. Und jeden Frühling kommt der Clownschneider mit derselben Frage. Was ist denn jetzt eine Frau? Ah, die ich gerade habe. Was? Kosten Geld. Sie? Kosten Geld? Ja, deine Rinder auch, Hermann. Die kosten Geld. Die kosten Geld. Also 3 hatten wir da drüben, 4 hier, 7 Rinder. 7 mal 15 Euro, 70 plus 35, also 105 Euro. Plus Benzin, ein bisschen Geld. Dafür ist er den ganzen Tag da wahrscheinlich am Clown schneiden. Keine Frau, kostet Geld. Ja, Mann, die machst du mal runter. Ja, auf. Machst du hier so eine Befestigung, guck mal. Gute Gene vom preisgekrönten Bullen, aber etwas störrisch. Los, komm. Und los rum jetzt. Wapsi hat heute einfach keine Lust auf Pflege. Nee, uiuiuiui, alter Schwede. Ei, die haben auch eine Kraft, ne? Das darf man nicht unterschätzen, ne? Die haben ja auch eine gewaltige Kraft. Ja, so rein jetzt mit dir. Als wären hier die Hufen geschnitten. Clownschneider König will bald in Rente gehen. Wie alt bist du jetzt, hab ich gehört? 72. Und wann willst du aufhören? Hermann macht das bis Lebensende. Da gibt es kein Rentenalter in Sicht. Er will das auch gar nicht. Der braucht dieses Aufstehen in Stall, der braucht was zu tun. Ohne Arbeit klarzukommen ist auch schwierig, ja? Ich krieche.
bis du nicht mehr kriechen kannst. Was soll ich denn? Aber kannst du mal sehen, wie seine Kühe sind. Da kann er unterkrabbeln alles. Ja. Weg da! Hau du ab! Er kennt da nichts, er hat keine Angst. Ey, wenn der da einen Tritt gegen den Kopf bekommt. Boah, das ist eine Arbeit. Ja, jetzt wird nach und nach jedes Rind tatsächlich da rausgeführt, in dieses Teil, in diesen Käfig gebracht, damit in Ruhe die Hufen schneiden kann. Was ein Stress für 15 Euro das Stück. Der Clownschneider macht eigentlich einen Freundschaftspreis. Ja. So. Viel zu teuer, du. Ja, da war klar, dass wir das jetzt hören. Da war klar, dass da noch ein Spruch kommt. Ja, für Hermann viel zu teuer. Ja, Hermann, du machst auch Minusgeschäft. Der kleine Hof rechnet sich leider nicht. Aber er muss sein Geld auch verdienen, wenn er da zu dir hinkommt, sich die Zeit nimmt, die Hufen schneidet und, ne? Equipment hat. 500 Mark, 6 Kühe. 500 Mark? 250 Euro, oder was? Viel zu teuer, hier hast du. Ja. Viel zu teuer, du. Ich lache mich aus. 500 Euro ist das. 500? 1000 kriegst du von der Kuh. Wir geben sie dich heute nicht. Okay, 500 Euro hat jetzt das Hufschneiden gekostet und 1000 kriegt man schon eine Kuh verkauft. Ja, es lohnt sich nicht, ne? Es lohnt sich nicht. Da fehlt doch noch was. Was denn? Nein! Bauer Hermann hat zu wenig Geld hingelegt. Nein! Da hat er den Schau. Hör damit! Nee. Siehst du, was hab ich gesagt? Das ist ein Knochen. Ey, das ist doch die Härte. Der will da jetzt seinen Altbekannten noch ein bisschen bescheißern oder was? Die kennen sich seit Jahren. Der schneidet seit Jahren die Hufen von den Tieren. Und jetzt will er ihn hier noch um 50 Euro bescheißen. Jetzt gucke ich nach. Oh, warte. Eieiei. Schlitzohr, du. Ja, ja, Schlitzohr. Also, Bauer Hermann ist auch ein Langfinger. Ne? Ne? Ja, ist gut. Schenke ich dir, weil du ein guter Mensch bist. Er schenkt, ey. Ey, jetzt lässt du sogar nach, schenkt ihm das. Aber das ist kollegial, ja. Ja, im heutigen Kapitalismus und mit hier, mit großen Höfen und so, da will Hermann auch nichts mehr zu tun mit haben. Ne? Ja, 500 Mark, sehr zu höher, du. Ja. Das ist eine heile Kuh, Mensch. Kommt ja auch keiner nach. Bauer Hermann hat ja auch keine Kinder. Niemand wird den Hof übernehmen. Ja, ich glaube, das wird auch nicht übernommen werden oder so. Kuhhandel geglückt. Wieder ein Zehner gespart. Zehner? Der hat einen Zehner weggesteckt. Nicht einen Fuffi, einen Zehner. Hallo. Wurde 60. Wir werden mal Fraktur reden. Was hast du bezahlt? 260 Euro. Ja und? Ah, und doch, also 500 Mark, 250 Euro. Ja, 261. Und den 10er hat er einbehalten. Also 250. Ja, 250 Euro. Zum Zahnarzt, was der macht. Würdest du die Arbeit machen wollen? Ja, richtig. So eine Arbeit würde ich nicht machen wollen. Richtig, Hildegard bringt es hier nochmal auf den Punkt. Jeder muss irgendwo seine Kröten, seine Groschen verdienen. Ja, und der macht das hier halt mit Hufen schneiden. Und das muss Bauer Hermann dann natürlich auch dementsprechend sehen, ne? Und ihn da nicht noch bescheißern. Hey. Hildegard kennt ihren Hermann schon länger. Heute so, morgen so. Ja. So ist Hermann. Wenn wir auf der Wiese sind, dann ist... Oh, und mit den dreckigen Händen schön ins Auge fassen. Also da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter, wenn ich das sehe. Läuft verschief und er fährt die... Weltklasse, meine Damen und Herren. Bin heute an seinem Hof vorbeigegangen, er saß draußen im Garten, haben kurz gequatscht. Er ist mittlerweile 84 Jahre alt und immer noch munter. Respekt an den Mann. Ja, auch von mir aus. Also er scheint noch dort in dem Hof sogar zu leben. Ja, auch von mir natürlich alles Gute an Bauer Hermann und auch natürlich an seine Schwester Hildegard, ja. Wirklich große Unterhaltung, große Klasse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, einen Kommentar da, wie auch immer. Hier könnt ihr mich auch abonnieren, hier könnt ihr mein Instagram abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen, für euren Support und wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Ciao.